Ja, herzlich willkommen auf eurem Icevios-Kanal Energy for People. Hier seid ihr immer richtig, wenn ihr euch für Fluidtechnik zum Beispiel interessiert oder auch für die lautlose Windturbine, könnt ihr diesen Kanal immer wieder einschalten. Ja, und heute habe ich was zu einer Geschwindigkeitsregelung von zwei ein- und ausfahrenden Kolbenstangen. Da geht es hier um die sogenannte Gerätschaltung, das wird jetzt eingeblendet und ich werde euch gleich ganz genau erklären, wie diese Schaltung denn funktioniert. Tja, und jetzt natürlich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das Buch Der kleine innovative Hydrauliker ist ein in biografischer Form erzählendes Fachbuch aus meiner über 40-jährigen Berufserfahrung, davon über 30 Jahre mit Fluidtechnik, sprich Hydraulik, Pneumatik. Innen drin ganz viele Farbfotos, also es ist ganz verständlich auch, denke ich mir, alles erklärt für Personen, die zum Beispiel mit Hydraulik nichts zu tun haben. Es geht vorne los mit meiner Bundeswehrpflichtzeit 1979 bis 1980. Dann ist natürlich auch ein Kapitel drin über die Weltwirtschaftskrise und was hier im Saarland alles so ein bisschen schief lief mit der SIKW, das ist die Saarländische Investitionskreditbank. Das ist alles in diesem Buch auf 112 Seiten. Schön alles beschrieben, endet dann mit meiner kürzesten Montagebaustelle, die ich hier hatte, die dauert mal gerade eine Viertelstunde in Donau-Echingen. Gibt es übrigens in Paperback oder in Hardcover, aber auch als E-Book. Tja, kommen wir jetzt nun zur Gerätschaltung bzw. auch Gleichrichterschaltung genannt. Die Geschwindigkeitsregelung von zwei ein- und ausfahrenden Kolbenstangen. Die Funktion zu diesem ganzen Teil. Zur Inbetriebnahme der Hydraulikanlage wird zunächst das direkt gesteuerte Druckbegrenzungsventil hier unten, das DB, also kurz genannt DB-Druckbegrenzungsventil, Position 1 ganz geöffnet, damit nach Einschalten der Anlage das von der Pumpe geförderte Drucköl in den Tank hier unten dann auch einfach frei zurückfließen kann. Durch langsames Eindrehen der Verstelleinrichtung des DBs, also Position 1 hier des Druckbegrenzungsventils, wird nun unter Beobachtung des Manometers Position 2 der geforderte Betriebsdruck von 55 Bar eingestellt. Die Stromregelventile der beiden Gerätschaltungen 4 und 5 sollten, um eine unkontrollierte Zylinderbewegung von Position 12 und 13 hier oben zu vermeiden, auch geschlossen sein. Die DBs 7 und 8 als Vorspannventile hier rechts links sind zunächst ebenfalls ganz geöffnet. Ihre Einstellung auf 35 Bar erfolgt bei Ausfahrt der Kolbenstangen der beiden Zylinder hier oben. Durch Schaltung des 4-3-Wege-Ventils Position 3 in seine parallele Stellung kann nun das Druckölwenn wir hier einschalten, kann nun das Druckölhier zu den Gerätschaltungen weiterfließen. Gleichzeitig ist der Anschluss B des Ventils mit dem Tank hier verbunden. Die Kolbenstangen der Zylinder Position 12 und 13 fahren aus, wenn die Stromregelventile Position 4 und 5 langsam geöffnet werden. Zur Einstellung der Vorspannventile Position 7 und 9 hier oben wählt man natürlich zweckmäßigerweise eine langsame Geschwindigkeitsstufe. Einstellung der Druckventile unter Ablesung der Manometer hier dann nochmal 10 und 11, so stellt man dann die beiden auf die geforderten 35 Bar ein. Zur Einfahrt der Kolbenstangen beider Zylinder wird das 4-3-Wege-Ventil Position 3 wieder in die gekreuzte Stellung hier gebracht. Das Druckölder Pumpe gelangt nun über die Umgehungsrückschlagventile hier Position 6 und 8 in die Position 6 und 8 in die Kolbenstangenseiten der Zylinder. Das von der Kolbenseite der Zylinder verdrängte Druckölfließt nun durch die besondere Anordnung der Rückschlagventile der Gerätschaltung vorgegeben in der gleichen Regelrichtung durch die Stromregler wie vorher das zufließende Druckölbei der Ausfahrt der Kolbenstangen. Mit einem Stromregler können sowohl Ein- als auch Ausfahrtgeschwindigkeiten der Kolbenstangen stufenlos verstellt werden. Ah, und das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, es hat euch ein bisschen Input gebracht. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Sage Tschüss, Sali, euer Dirk vom Icevios-Team.